Meine Damen und Herren, unsere Bundeshauptstadt Berlin steht derzeit mehr als sonst im Mittelpunkt des Interesses. Das hat mehrere Gründe. Zumindest für die Vertreter der Galvano- und Oberflächentechnik sind einer davon sicherlich die ZVO-Oberflächentage, zu denen ich Sie heute recht herzlich begrüße. Ein ganz besonderer Gruß gilt unseren Ehrengästen. Frau Brigitte Zypris, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Herzlich willkommen. Ich und mein Unternehmen kommen seit knapp 10 Jahren zu den Oberflächentagen. Mein Unternehmen natürlich schon länger, aber ich seit 10 Jahren und das auch regelmäßig. Für uns entscheidend ist hauptsächlich das Networking, also insbesondere der Kontakt zu Lieferanten, zu Kunden und natürlich die Vorträge nach Themen, die meistens auch für uns relevant sind. Ich komme regelmäßig zu den Oberflächentagen. Es ist für mich eine ganz wichtige Tagung, um mich über den wissenschaftlichen Fortschritt auf dem Fachgebiet zu informieren. Für mich ist das Wichtigste die Fachvorträge, aber auch die Gespräche mit den Kollegen und den Fachleuten vor Ort. Eine ganz hervorragende Atmosphäre, insbesondere auch wieder hier in Berlin, aber auch an anderen Tagungsorten. Der Service ist exzellent, die Betreuung ist super, rundum eine gelungene Tagung. Atmosphärisch, glaube ich, zeichnet die ZVO aus, dass wir schon am ersten Tag anfangen. Alle kommen zusammen mit der Auftaktveranstaltung, toller Keynote-Speaker, aber dann auch an die Bar. Sie kennen das, dort werden die Gespräche geführt, da spricht man vielleicht auch über das ein oder andere, was man sonst nicht offiziell bespricht. Das Netzwerk funktioniert und das zieht sich eigentlich die ganzen Tage durch. Wie immer, fantastische Veranstaltung. Was dieses Jahr vielleicht noch besser war, ist die Quantität. So viele verschiedene Facetten, aber auch die Teilnehmerzahl hat zugenommen, die Verbände wachsen zusammen. Also für mich Fazit ist, besser denn je.